Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gas Station Simulator. Ich resette mal kurz meinen Timer, weil ich habe es heute eilig. Ich habe heute nicht so viel Zeit. Das heißt, wir packen einfach mal alles, was wir haben, in die Kühlschränke. Und ich merke schon, die Kühlschränke werden voll. Ich glaube, wir brauchen noch einen Kühlschrank, oder? Boah. Haben wir noch einen Kühlschrank? Nein, wir haben keinen Kühlschrank mehr. Boah, wir haben echt alles reingeballert. Oh, und jetzt kommen die Partygäste. Ausgerechnet jetzt. Oh, ich muss die Kippen noch auffüllen. Oh nein, das passt nicht alles rein. Das sieht auch komisch aus. Oh, und es ruckelt wieder. Vor allen Dingen, ich hier bin flüssig, aber im Hintergrund... Toll. Immer wenn ich zeigen will, guck mal, ich bin flüssig, lalalala, und will hier rumtanzen, dann, Moment. Party. Lauter. So. Ordentlich die Bitrate bei YouTube killen. Weil im Endeffekt, dieses Geflacker hier im Hintergrund macht die Bitrate schon... Bitrate nur so, warum slidest du da, Ricardo? Und warum ruckelt das? Warum ruckelt es? Apropos, Kunde an Waschanlage. Ja, das Ding macht das ja automatisch. Aber ich wollte mal gucken. Ja, so mittelvoll. Ups. Ah, komm, ah, ja, wasch mich. Ja, jetzt fühle ich mich sauber und erholt. Sag mal, was war denn das da für eine Gruppe auf Klo? Was macht ihr denn da? Ich glaube, ich kann auch mal nebenbei so ein bisschen hier aufräumen. So. Okay. Die Uhr funktioniert! Die Uhr funktioniert! Sie laufen alle drumherum! Sie laufen drumherum! Das gibt's ja nicht! Guckt euch das an! Der läuft um die Uhr herum! Genauso wie Pathfinding funktionieren sollte! Genau, was ich in den letzten Folgen gesagt habe. Guck mal, da steht ein Hindernis, da musst du drumherum laufen! Es funktioniert! Die stehen nicht länger da, weil durch die Uhr können sie da nicht durch. Aber ans Regal kommen sie ja trotzdem ran. Ah, ich muss hier mal fegen, weil unser Kollege... Sag mal, wollte Ricardo gerade da hinten fegen? Lady, ich hab genau gesehen. Das sind nicht Sie, die hier nach Fisch riechen. Das ist Ihr Fisch, den Sie auf die Kasse geschmissen haben. Habt ihr das gesehen? Also, ich sag mal, ich blende hier jetzt einfach mal auf YouTube nochmal eine Zeitlupe ein. Seht ihr das? Die hat da einfach einen Fisch hingeschmissen. Das gibt's doch wohl nicht. Das, was stimmt mit der nicht? Und, die breakdancen hier nicht mehr auf der Stelle. Okay, das funktioniert. Party! Das ist der Race the Roof. Sprich, das Dach nach oben schieben, damit man mehr Platz zum Tanzen hat. Ja, genau! Raise the roof, Junge! Woo! Zum Glück machen die hier keine Fortnite-Tänze. Ja, hup dich! Hallo? Bitte nächstes Mal den Schlauch rausziehen, bevor du los musst. Ja, genau. High five. Die passen aber auch nicht auf, ob da ein Auto ist. Hä? Meep? Oh nein, ein Moonwalker. Ich dachte schon, es würde nicht mehr passieren, aber... So what? Yeah! Ich feier mit ihm! Vor allen Dingen, bewegt er sich von mir weg? Ich bin mir nicht sicher. Oh! Jetzt hat er sich umentschieden! Das dauert aber echt lang, bis die sich umentscheiden. Aber irgendwie scheint da wohl irgendwo hier so ein Stein im Gebüsch zu liegen oder so, wo die ständig gegenstoßen und sagen, nee, da kann ich nicht weitergehen. Da liegt ein Steinchen, da liegt ein Kieselstein im Weg. Nee, räum den Kieselstein weg. Und ich sag, kann ich nicht, der ist festgeklebt. Den hat jemand mit Sekundenkleber da festgemacht und dementsprechend, Okay. Alle Party... Junge... Nein! Nein! Er hat den Bus verpasst! Aber der Bus fährt nicht ab, ohne dass er drin ist. Zwickmühle!
Weil, der wollte gerade einsteigen, aber die Bustür ist zu. Was ist nun los? Okay, ich mach mal aus. Und mach auch mal wieder leiser. So. So. Ich glaube, der Bus wird nie abfahren, weil. Okay. Der letzte Fahrgast wollte nicht einsteigen und sag mal. Wird jetzt hier auch gemoonwalked? Guck mich gar nicht so an, Heino. Da würde ich angehen. Und wo kommt das her? Ich hab doch den dämlichen Kevin oder wie er heißt ausgeschaltet. Hallo? Aufheben? Ach nö. Ich bin scheiße im Werfen. Ach nein! Du blöde Kuh! Da geht's nicht durch! Ich dachte schon, ich hätte das Problem gefixt, indem ich da die Uhr hinstelle, weil alle schön um die Uhr rumgelaufen sind. Aber nein, die Dame möchte etwas hinter dem Regal haben. Es würde es mal schön finden, wenn ich sehen würde, wie das passiert. Aber ich glaube, ich muss wohl wieder das UFO... Nein, Junge, da geht's nicht durch. Nein? Egal, wie viele Muskeln du hast, Junge, du passt nicht durch das Regal. Weil... Guck mal, Regalbretter sind so. Du bist aber so. Also so. Das heißt, wenn das Regal so wäre, würdest du da durchpassen. Aber da würden auch alle Gegenstände runterfallen. Aber wem erkläre ich das? Also wer bei Street Fighter alle verprügelt hat, nur weil er, keine Ahnung, seinen Bruder vermisst oder was auch immer das war, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich glaube, wir müssen wohl demnächst, auch wenn der Laden jetzt wirklich echt gerade brummt, boah, guck dir das an, 1900 haben wir schon wieder. Wir haben so viel Cash wie noch nie. Och, Menno, ich will jetzt nicht dicht machen. Apropos, wir haben ja gar nicht... Oh nein, wir hätten an die Aliens so viel Autoreinigungszeug verkaufen können. Das gibt's ja nicht. Ja, versuch's gar nicht erst. Wir haben nicht alle Zeitungen. Nö, sorry, das mit dem Präsidenten-Ding haben wir nicht. Oh, ich habe die Hüte gar nicht. So. Mist, passt nicht mehr. Brillen haben wir auch noch. Ah, voll. Apropos voll, der Mülleimer ist auch bald voll. Ja, gut. Das eine Alien wird nie einsteigen. Vor allem, weil der steht da einfach nur. Du brauchst mich gar nicht so angucken. Steig ein! Apropos einsteigen, Gott, ist das ein Horror. Junge, du bist hohl. Apropos, können wir in den auch reinschauen? Nee, ich wollte nicht die... So, Moment. Okay, hinter seiner Sonnenbrille verbergen sich zwei Augäpfel. Oh, ich bin er geworden. Ich habe einen Körper. Woohoo! Ich habe einen Körper. Nur leider, wenn ich nach vorne gehe, habe ich meinen Körper schon wieder verlassen. Und so, nein, so sehe ich nicht aus. Gut, ich würde sagen, wir müssen wohl tatsächlich mal wieder... Sag mal, was war denn das, Charlotte? Kannst du doch nicht so einen Krach machen? Räumt auch keiner den Müll weg. So, gut. Ricardo fällt auch drauf rein. Mayumi hat auch Feierabend. Was heißt im Endeffekt? Eiscreme ein Kunde. Ja, ich würde sagen, jetzt ist nicht mehr viel los. Jetzt können wir gleich das UFO betätigen. Das Daily UFO kommt. So gut, was will die denn? Aktuelle Bestellung, mittel und groß. Einmal, das ist groß und... Hä? Das ist groß? Das ist groß, das ist mittel. Okay, mittel ist... Was? Neapolitan? Der da hinten? So. Okay. Huch.
Warum habe ich denn jetzt den Portionierer losgelassen? Okay, Schokolade. Okay. Nein! Ich habe Schoki geopfert. Hä? Ah. So, und nochmal Schoki. Hallo? Nein! Ah, oh, ich bin so dämlich. Hallo? Left Mouse Button. Oh, das gibt's da wohl nicht. Ich krieg das nicht hin. Okay, Moment. Zuckerwatte. Das funktioniert. Und dann Vanille. Rocky Road. Vanille da oben. So. Okay. Vanille. Schokolade. Okay, ich muss unten auf die Waffe klicken. Und grüner Apfel. Hä? Warum kann ich das denn nicht platzieren? Nein! Was ist denn? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich kann den nicht platzieren. Es geht nicht. Ich kann den nicht anklicken. Oh, komm, leck mich. Da kann man nur einen Mitarbeiter hinschicken, weil das Minigame auch verbuggt ist. Das kann doch wohl nicht angehen. Der gute George, du machst mal Eis. Was? Och nö. Komm hier bezahlen. Habe ich nicht gesagt, du machst Eis. Kann man nicht hier automatisch bezahlen? So. Jetzt ist doch wieder was los. Na. Genau, immer alles hochkant hinstellen. So. Hier ist es so dunkel, ich erkenne nur die Umrisse der Gegenstände. Ja, great. Vor allen Dingen diese durchsichtige Kasse da, wo man einfach alles durchsehen kann. Das ist schon irgendwie irritierend, muss ich sagen. So. Anfangs ist einem das nicht aufgefallen, weil die Kasse an dem Standardort stand und da war halt keine flackernde Bodenbeleuchtung, aber jetzt mal ehrlich, haben die ihr Modell nicht auf Löcher geprüft? Weil, ja, eigentlich sollte so ein 3D-Modell keine Löcher haben, so wie hier, wo man dann quasi den Boden durchsehen kann, weil die Texturen sind ja nur einseitig. Also es ist ja tatsächlich so, dass bei 3D-Modellen, wie man ja sieht, wenn ich da in die Köpfe von den Leuten reingucke, die sind hohl. Oh nein! Das hat mir jetzt meine Streak hier geklaut. Ah, get lost. So. Oh, und ich sehe auch schon, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Das heißt, ich werde gleich noch das UFO betätigen und dann das Folgenende einläuten. Ah, hau ab, Geister Elvis. Komm. Yes. Yay, Daumen nach oben. Gut. Wir wollen einmal den Geister, das UFO betätigen. Moment, die tanke ich noch. Die tanke ich noch. Den Cash nehme ich noch mit. Auch wenn es nicht so viel ist. Ah, Trinkgeld. Naja, zu weit weg. Komm. So, gut. Kundenwaschanlage? Nö, ist jetzt... Ach komm, ich warte noch. Die Waschanlage müsste ja auch gleich durch sein, oder? Komm, mach hin, Waschanlage. Ich brauch die Kohle. So, ist gleich fertig? Wenn fertig, dann kommt UFO. Kunde an Eiscreme. Ah, ja, gut, da ist ein Mitarbeiter. Mach hin, Waschanlage. Wir haben noch keine Zeit. Die Folge ist zu Ende. Ja, 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 ja. Und? Ratsching. Was? 14? $150.
Oh, für $150 mal eben das Auto waschen. Das muss aber echt ordentlich sein. So, gut. Dann wollen wir mal einmal das UFO betätigen. Klick. Ja, ich blende mich aus. Einmal pro Folge muss das UFO kommen. So, das UFO war da. Der Laden ist aufgeräumt. Alle Mitarbeiter chillen. Das heißt, ich würde mal sagen, ich stelle mich hier mal irgendwo in die Ecke. Ah, wo kommt denn der Fisch her? Und warum ruckelt das Spiel? Den habe ich doch da in den Kühlschrank getan, damit der frisch bleibt. So, gut, das war's. Mit einem schönen Blick auf den Laden verabschiede ich mich. Das heißt, das war's für heute. Favorisieren, abonnieren, liken und so, habe ich ja eben schon gesagt. Folgt mir auf Twitch und wenn ihr mich unterstützen wollt, das geht auf YouTube. Einfach Mitglied werden oder so, wie auch immer das heißt. Ich sag tschüss.